ich war auf dem Weg zur Arbeit, ich bin Arzt und die Nachbarin kam auf die Straße gerannt, wir haben uns zufällig getroffen. Sie bräuchte Hilfe, ihr Maler sei von der Leiter gestürzt. Und ja, die beiden alten Damen haben schon versucht zu helfen, die ältere hat versucht zu reanimieren. Ich kam dazu und habe das dann übernommen, bis der Notarzt kam. Ich bin ja nun selber Arzt und habe das schon mehrere Mal in meinem Leben gemacht, aber es ist immer wieder sehr belastend, wenn man so an der Grenze zwischen Leben und Tod eine verantwortungsvolle Rolle spielt. Normalerweise in meinem Alltag mache ich das für psychisch traumatisierte Kinder und ja, jetzt war ich plötzlich wieder auf der anderen Seite der Medizin und habe versucht, mein Bestes zu geben.